Liebe Red Dead Redemption-Freunde, was ist hier los? Wir haben jetzt den Friedhof gesäubert und jetzt geht es wieder zurück nach Blackwater. Und da sind schon einige Überlebende noch. Hat er gerade gar keine Knarre in der Hand gehabt, oder was? Also ich soll jetzt den Überlebenden helfen. Okay. Ich finde Munition in Truhen. So. Peng. Umdrehen. Truhen, da ist ein grüner Punkt. Was ist das denn? Wo ist die? Oben. Also drin. Ah. Rein. Ah, Hilfe, Hilfe. Peng, Schädel weg. Und komm, greife ich ein? Ist der Ort schon zur Hälfte sicher, oder was? So, hier ist eine Truhe und hier gibt es dann Munition. Ja, sehr schön. So lange brauche ich hier nicht stehen. Und überall brennt das. Haben die echt prima gemacht hier. Gefällt mir von der Grafik her, gefällt mir so. Die steht doch noch einer da. Ne? So, eine Schrotflinte. Hat nur zwei Schuss. Was ist das denn hier? Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und ich habe Angst, Freunde, ich habe Angst. So, wie komme ich denn jetzt hoch? Wie komme ich denn zu euch? Help me! Leiter sein oder irgendwas. Mann. Ah, hier. Glück gehabt, dass ich eben Munition holen war. So. Wo sind die denn? Kann man ja gar nicht zielen. Von Jove ist genauso bescheuert. Ich will wieder runter. Geh doch da runter, die Leiter. Hi, mein Sack. Zielen muss man schon können, gell? Er bewegt sich auch noch. Ah, jetzt. Und wieso bringe ich den Munition, wenn die doch nicht schießen? Die stehen da oben rum und machen gar nichts, oder was? Die Burschen. Hängt wieder alles an mir. Kann man gar nichts auf. Weg. Jetzt hat es mal prima funktioniert.
sehen. Unglaublich. Durchsuche Blackwater nach weiteren Überlebenden. Okay. Aber erst muss ich hier die Leichen durchsuchen. Dieser Ort wurde gerettet. Es könnten noch Untote hier sein, doch die Gefahr, beim Erkunden angegriffen zu werden, ist gering. Außerdem kannst du in einem Bett sicher schlafen. Und da sehe ich schon die Nächsten. Alles in Ordnung? Oh, bestens gerade habe ich mich ansehen müssen, wie meine, wie eine dieser Höllenkreaturen meine, keine Ahnung. Tut mir leid. Verzeihung, Sir, meine Frau hat es nicht so gemeint. Wir haben Schreckliches durchgemacht. Auf was ist hier los? Daran ist nur die Regierung schuld. Also, die lassen zu viele Ausländer rein. Ja, so kann man es immer machen. Meine Tochter wurde von einem satanischen Dämon gefressen, genau. Und ich zahle meine Steuern, meistens. Ich glaube, wir kommen leicht vom Thema ab. Ich bin kein weiser Mann, aber ein bisschen herumgekommen. Diese Kreaturen haben nichts mit den Ausländern zu tun. Danke für Ihren Kommentar, Kuhhirte. Ja, fleischfressende Ungeheuer haben ihre Familie. Zumindest die meisten. Gefressen. Und das ist nur deine Schuld und nichts sonst. Ja, irgendeiner muss ja schuld sein, ne? Nicht jetzt, Doreen. Fang nicht wieder damit an. Dein Vater war ein Tyrann und ein Trinker. Und du bist kein echter Mann. Tut mir leid, wenn ich diesen Ausflug in die Vergangenheit unterbreche, aber kann ich irgendwie helfen? Haben Sie eine Ahnung, wie man hier überleben könnte? Wir können versuchen, diese Ungeheuer abzuknallen, Sie blöder Idiot. Ma'am, es war mir ein Vergnügen. Sir, Sie verfügen über eine beneidenswerte Geduld. Die Frau hätte ich doch erschossen als erstes. Sowas unglaublich. Aber ich soll weitere Überlebende suchen und da steht ja sogar ein Auto. Und da sind das schon Überlebende. Die sind schon bedroht und die halten mich für einen Zombie hier. They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them. Yeah. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. Das Glasauge war es, der komische Kerl mit dem Glasauge. Nein, es war der Schlangenöl, Mann. Die Mexikaner sind schuld. Sie sind verschont. Ja, irgendeiner, wie viel schon eben gerade gesagt, irgendeiner ist immer schuld. Aber warum jetzt diese Seuche ausgebrochen ist, dass... Das weiß jetzt keiner. Connie McTavish, you don't know nothing. You always want to be ignorant. Und wenn die niemand andere da zerfleischen, die sich schon selber hier. Blöde Giftnudel und Abschaum von einem Bauerntrampel und wie die sich jetzt beschimpfen, alle. Unglaublich. Wir wollten höflich und freundlich sein und unseren Anführer huldigen, der ich bin. Cool. Viel Spaß in Amerika. Kannst du nicht mal lesen? Ja, ja. Aber ich habe Fluorid. Ich meine Fluidings. Ich meine... Ich bin der neue König, Archibald Andrews. Oh, Hilfe. Da steht daneben und winkt ab und geht. Und das als neuer König. Okay. Also ich soll Nigel West Dickens finden. Muss ich aber erstmal jetzt hier killen.
Abwärtsspirale, die Trophäe habe ich jetzt. Ach, Hilfe, 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 Hilfe. Schädel weggeblasen. Stürmer sind extrem schnell. Wenn sie nahe genug herankommen, stürzen sie los und schnappen dich. Das war wohl jetzt so eine Art Stürmer. Ja, Freunde. Da bin ich. Und ich soll Nigel West Tickets finden. Da ist die Geburt des Naturschutzes. Da ist ein Fragezeichen. Und da werden wir erstmal hingehen. Das ist das Nächste. Auf geht's. Und die Atmosphäre hier ist genauso düster und bedrückend, wie auch das Wetter ist. Zumindest habe ich hier noch keinen sonnigen Tag gesehen. Gut, ich bin noch nur Morgen oder Abendstunde unterwegs oder was? Egal. Langsam fängt dein Reittier an, dir zu vertrauen, okay? Es vertraut mir mein Pferdchen. Ich bin eben gerade schon. Oh. Bären. Na, dann möchte ich jetzt aber nicht stehen bleiben und mir die anschauen. Ich bin eben gerade über Wald und Wiese geritten, weil ich die öffentlichen Wege eigentlich jetzt scheue, weil ich Angst habe. Ein Wildschwein. Und noch eins. Und alles Zombie-Kreaturen. Unglaublich. Und genauso werde ich das jetzt auch hier handhaben durch einfach so mal dem Wegpunkt entgegen. Heidewitzka. Aber der Schnee ist hier genauso schön. Und hier muss ich hin. Ich hab einen, Mister. Hey, ich hab einen. Einen was? Einen verdammten Bigfoot. Ha, Bigfoots gibt's hier. Okay, geht es Ihnen gut, Mister? Ich habe in letzter Zeit ja wirklich seltsame Dinge erlebt, aber einen Bigfoot gibt es hier garantiert nicht. Und woanders auch nicht. Die sind frei erfunden. Die gibt's überall, Cowboy. Und sie sind bösartiger als ihre Schwiegermutter. Und den Mazzantania Posto oder wie auch Posta Dingsbumster haben die ein kleines Mädchen gefressen. In den Bergen wimmelt es von den Viechern. Töten Sie die Bastarde, bevor Sie uns alle töten. Töten Sie sie. Jawohl. Ich habe keine Angst vor euch, ihr blöden, zotteligen Bastarde. Jawohl. Idiot bist du. Schießt in die Luft rum. Ich muss mir jede Patrone, aber egal. Erledige 6 Bigfoots in Tall Trees. Also scheint es hier wirklich welche zu geben und dann bin ich ja mal gespannt, ob ich welche finde. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, mache ich das nicht mehr heute, sondern hebe ich mir diese Mission für morgen auf. Bleib sattelfest, gesund, bis morgen, ciao.